zumindest wieder mal Zweiter zu werden bei der Bergwertung. Obwohl ich glaube, der zweite Platz bringt hier gar kein Geld mehr. Aber es sieht immer so schön aus, wenn dann hier überall was steht und so weiter. Ist einfach eine Prestige-Sache, anstatt hier jetzt einfach mitzufahren und ja, gar nichts zu machen. Fährt man dann mit und ja, holt zumindest ein paar Pünktchen hier, ein paar Pünktchen dort. So halte ich das zumindest. Markus Eiweger, der ist gar nicht in Form heute. Und auch ansonsten ist das eher, ja, eher Mittelmaß, was das angeht. Ja, jetzt ist das eine Entscheidung hier, ja. Ich meine, ob wir jetzt 45. werden oder 110. ist doch eigentlich egal. Dann nutzt man lieber nochmal die Gelegenheit, um dann hier am Berg nochmal Abstand rauszufahren. Jetzt könnte sogar noch was in Richtung der Bergwertung gehen. Das ist also natürlich nicht in der Gesamtbergwertung, aber... Oh, 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 ihr versteht, was ich meine. Ja, hier, das ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Es geht ja nur um Rojas. Aber... schauen wir mal. 45, ja, hier 54 Sekunden natürlich nur auf die. Das verschiebt sich alles noch. Ja, wie gesagt, ich bin vorsichtig optimistisch, was das hier heute angeht. Natürlich, Robert Wagner, das hat jetzt nicht allzu viel gebracht, ihn hier zu pushen. Ja, davon hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr auch erwartet, dass ich den auch mal bis zum Ende bekomme. Aber hat halt nicht sollen sein. Ja, oh. Natürlich. Aber ich befürchte, dass das... Ach Junge. Ich befürchte, dass das ein paar Kilometer vom Ziel in die Hose gehen wird. Ja, auf jeden Fall wird das so sein. Aber ich würde sagen, dann fahre ich das mit Pauken und Trompeten auch durch. So, während ich mich dann hier letztendlich ums ja, entscheidende Tagesgeschäft kümmere. Ja, ganz klar. Chris Huttons Hinterrad. Und ich versuche Eiweger mal an Rojas dran zu halten. Ach, der fährt so auch so gemächlich nach vorne. Das kann ich nie leiden, wenn die dann... Obwohl... Doch, da bleibe ich mal dran. Oh. Ja, da hat er sich hingelegt. Ja. Die fahren jetzt auch allmählich nach vorne. Chris Hutton. Ach, was mache ich denn hier, Junge? Und wenn der jetzt schon da unterwegs ist, um den Abstand zu verringern, dann kommt mir das ganz schön zu Pass. Ja. Das ist auch immer so eine Sache, wenn die jetzt so bei 50 Kilometer angreifen und relativ schnell in die Gruppe hier reinfahren, können sich da ein bisschen dann erholen und dann eventuell gegen Ende noch mal gefährlich werden, aber da gehe ich mal absolut nicht von aus, weil ja, die 1,40 müssen sie erstmal zufahren und ich sag mal, vorne wird das Tempo auch nicht langsamer. Okay. Oh, da bringt Julian Dean gerade Flaschen nach vorne, mitten in der Steigung. Das wird seine Balken natürlich sehr geleert haben. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die dann im Endeffekt... Was? Ah, da habe ich verpasst zu sprinten. Das ist natürlich hart ärgerlich. Aber das passiert halt, wenn man dabei redet.
So, ja, das Ziel war es.